Was hat Kunst des Nationalsozialismus heute in einem Museum zu suchen? Die Kunsthalle Rostock wagt das Experiment in der Ausstellung Artige Kunst, Kunst und Politik im Nationalsozialismus, die am 28. April eröffnet wurde. Kunsthallenchef Jörg-Uwe Neumann hatte anfangs sogar Schiss, wie er es formulierte, diese sogenannte Kunst auszustellen. An der Front im Westen steht ein Soldat und Mann. Angst, warum? Weil es ja heißt, solche Kunst zeigt man im Museum nicht. Das ist eine Kunst, die nicht hierher gehört, weil sie in der Qualität nicht ausreichend ist. Aber ich finde, wo wir jetzt diese Räume so gebaut haben und hier sehen, finde ich, es ist eine sehr sehenswerte Ausstellung, weil sie wirklich zeigt, was in dieser artigen Kunst alles nicht zu sehen war. Und deswegen ist sie auch genau richtig und gut. Um ihre Kunst abzugrenzen, schufen die Nazis den Kampfbegriff entartete Kunst. Sie diffamierten damit Künstler, verbannten ihre Werke aus Museen und Galerien, trieben sie ins Exil oder ermordeten sie sogar. Die Kunsthalle stellt auch diese Kunst aus, konfrontiert Entartete mit artiger Kunst. Bundestagspräsident Norbert Lammert stellte in seiner Rede die Begriffe vom Kopf auf die Füße. Für mich ist genauso offenkundig, dass da, wo die Kunst sich politisch instrumentalisieren lässt, sie ihren eigentlichen Zweck verfehlt. Und dass insofern der Vorwurf, den damals der Nationalsozialismus gegenüber einer Kunst erhoben hat, die sich gegenüber Erwartungen und auch Realitäten sperrte, ihnen den Spiegel vorhielt, dass sich dieser Vorwurf genau gegen die systemstabilisierende Kunst selbst richtet, wenn sie sich zum artigen Vollstrecker politischer Zwecke macht, entartet sie in ihrer Funktion. Auch Ministerpräsident Erwin Sellering lobt das Wagnis und freut sich auf die Diskussion, die diese Ausstellung auslösen kann. Sich mit nationalsozialistischer Kunst oder Kunst im Nationalsozialismus zu beschäftigen, das ist dringend notwendig, haben wir über Jahre verdrängt. Und es ist ja ein Thema, das über den Nationalsozialismus hinausreicht. Wie ist das? Wie viel Freiheit braucht Kunst und wie viel Anpassung an politische Verhältnisse? Und ich glaube, dass heute von mehreren völlig zu Recht gesagt worden ist, Kunst muss widerständig sein, muss auch der Politik entgegentreten, Anregungen bieten, zu Diskussion auffordern, darf nicht artig einfach den Machthabern dienen, wie das im Nationalsozialismus war. Rostocks Oberbürgermeister Roland Metling sprach in seiner Rede über eine Reise in spanische Guernica, eine Kleinstadt, die 1937 von Deutschen, auch in Rostock gebauten Bombern, dem Erdboden gleichgemacht wurde. Die Politik kann Kunst begleiten, aber Politik darf Kunst niemals lenken. Sie darf niemals lenkend eingreifen. Es darf niemals artige und unartige Kunst entstehen, sondern es muss immer Kunst sein, die die Wirklichkeit auch in ihrer Vielfalt und auch in ihren Widersprüchen darstellt. Die Ausstellungseröffnung zog hunderte Gäste in ihren Bann. Gerade die Politik fühlt sich in der Verantwortung, auch das Verhältnis von Macht und Kunst stärker zu beleuchten. Man muss sagen, dass das hier heute außergewöhnlich ist, ist eher Ausdruck eines Problems. Das sollte gar nicht außergewöhnlich sein, diese kritische Auseinandersetzung. Auch dieses Wechselspiel von Kunst und Politik zu hinterfragen. Ich glaube, das gehört zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Kunst und deswegen kann man der Kunsthalle nur Mut machen, auf diesem Weg weiterzugehen. Also da halte ich das mit meinem ehemaligen Parteivorsitzenden Professor Biski, der immer gesagt hat, bei einem weiten Kunstbegriff gehört alles dazu. Und ich will auch nicht die ideologische Wertung machen und ich sage, weil das die Kunst der Nazis ist, hat das nichts mit Kunst zu tun. Aber das regt uns auch an, darüber nachzudenken, was ist Kunst, was soll Kunst aussagen und wie Professor Lammert es gesagt hat. Artige Kunst hat dann vielleicht auch den Zweck verfehlt, weil sie muss polarisieren, sie muss
Situation, wer sagt er, ein Chaos in die Zeit bringen. Und ich finde, das wird einem hier auch so ein bisschen vor Augen geführt in dem Kontrast, der dann dargestellt wird. Für mich all mein Glück. Die Kunsthalle stellt sich mit dieser Ausstellung unserer Vergangenheit. Während Gewalt, Judenmord und Kriegstreiberei rückblickend ein klares Urteil herausfordern, werden die Fragen komplexer, wenn wir zum Beispiel den Alltag künstlerischen Schaffens im Nationalsozialismus hinterfragen. Genau zu diesem Zweck veranstaltete die Kunsthalle Rostock am 29. April ein wissenschaftliches Symposium. Wir müssen uns die Sachverhalte eben genau anschauen. Es nützt nichts, wenn wir Stereotypen immer wiederholen, wo jeder sagt, wer im Schulunterricht schon mal gehört hat, dreimal rauf und runter, Nationalsozialismus, und glaubt, er wüsste alles. Das ist aber genau das Gegenteil, ist aber der Fall. Wir haben uns in ein so rhetorisches System an Formeln eigentlich eingerichtet, und das können wir nur durchbrechen, indem wir sozusagen genaue Studien auch machen. Das ist die Aufgabe der Wissenschaft natürlich, wie wir das dann in die Öffentlichkeit dann bringen und wie sozusagen über Sprache vermitteln, denn allein Bilder zu betrachten nützt ja noch nichts. Man muss sie ja einordnen können, man muss verstehen können, in welchen Zusammenhängen sind sie entstanden und was gab es in der Zeitgenossenschaft auch für unterschiedliche Möglichkeiten. Die unterschiedlichen Künstler gab es ja. Ich glaube, dass es zu leicht ist, um etwas einfach seinen Kunststatus wegzunehmen. Damit stellt man sich moralisch auch höher. Ne? Man sagt, das ist keine Kunst, das berührt mich nicht, ich bin ein guter Mensch, ich mag keine Nazi-Kunst, das ist überhaupt keine Kunst. Ich finde das ein sehr gefährlicher Mechanismus. Natürlich ist diese Sache gerade auch so reizvoll, weil da Künstler dran gearbeitet haben, um das so effektiv wie möglich zu machen. Und um das nur als Unkunst darzustellen, kriegt man wieder in diese gleiche Falle. Ne? Wenn Leute da kommen und sagen, ich finde es ganz schön, sind das dann blöde Leute oder haben sie kein richtiges Kunstverständnis? Ich finde das doch Begriffe zu sehr lenken. Wer den Nationalsozialismus begreifen will, muss sich mit seinen Untiefen auseinandersetzen. Dort finden sich mehr Fragen als Antworten. Aber gerade deshalb hilft diese Auseinandersetzung auch gegen aktuelle Provokationen und viel zu leichte Antworten. Artige Kunst und Politik im Nationalsozialismus ist noch bis zum 18. Juni in der Kunsthalle zu sehen und zu hinterfragen. Weil wir sein.